Warte mal. Katalog. Sag mal da. 10 Zoll, Kenwood, Navitainer. Oh, was muss ich jetzt da alles wissen? Hey, 3 Jahre Aktivierung, kostenlose Kartenupdates, das ist wichtig. Na? Oh, Apple CarPlay, 10 Zoll Monitor, wow. Wie erkläre ich das jetzt? Ha, ich bin ja nicht alleine. Liebe Freistaat TV-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freistaat TV. Heute habe ich ganz was Tolles mit dabei, nämlich. Von der Firma Kenwood das 10,1 Zoll HD Navitainer DNR 992 RVS. Klingt jetzt komisch, aber was dieses tolle Gerät kann, das erzählt uns jetzt gleich der Luca. Hallo Luca! Ich habe jetzt schon Angst gehabt, ich muss das alles auswendig lernen, aber Gott sei Dank bist du da. Ja, weil du kannst es, oder? Ich stell es dir vor. Super, auf geht's. So Luca, du bist von der Firma Kenwood. Machst dort Produktmanagement genau. Habe ich gehört. Genau. Das heißt, du solltest dich jetzt gut auskennen mit diesem neuen tollen Gerät. Das machen wir. Wie wir hier schon sehen, es kommt super rüber hier mit dem 10,1 Zoll HD-Display. Wie wir sehen, eine tolle Übersicht. Ein tolles Feature ist auch hier auf der rechten Seite, was wir auch nach links schieben können. Okay. Wir haben 4 Kameraeingänge bei dem Gerät. Wow, das heißt, ich sehe es gerade von hinten und kann den Bobo, das ist unser Mechaniker, beim Arbeiten zu gucken und er merkt sich. Genau. Klasse, das machen wir nachher mal, gell? Das Kamerawidget kann auch während der Fahrt mitlaufen. Okay. Und wir können zum Beispiel auch hier eine Abwasserkamera anschließen oder auch direkt hier während vorne, der Fahrt vorne, ja. Links oder rechts das heißt, mit anwählen. Rein theoretisch, wir haben jetzt eine Kamera hier bei unserem schönen Pössl Trenter installiert, aber rein theoretisch könnte ich Bis zu vier Kameras anschließen. Machen. Genau. Ja, also Luca, die erste Frage, die ich immer zu beantworten habe bei unseren Kunden, ne, die so ein tolles Gerät sehen, ja, kann das Wohnmobil, ist das Wohnmobil tauglich? Ja, da gehen wir gleich hier in die Wohnmobilnavigation von Garmin rein. Da können wir dann nämlich unser Wohnmobil hinterlegen. Hier fragt es direkt nach unserem Wohnmobilprofil. Perfekt. Hier geben wir gleich das Bruttogewicht in Tonnen ein, das genau. Wäre. Machen wir gleich 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen. 2,60 Meter. Wird schon stimmen. 60 und die Breite? Die Breite machen wir 2,20 Meter. Zwar weniger, aber. Und die Gesamtlänge? Machen wir 6,40 Meter. 6,40 Meter. Sehr schön. Vielen Dank. Glück. So wie wir jetzt hier sehen, haben wir unser Profil hinterlegt mit dem Bruttogewicht. Könnte man noch die maximale Achslast eingeben. Die Breite, die Höhe, die Gesamtlänge. Und dann gehen wir auf Fertig. Perfekt. So wird das jetzt hinterlegt. Und alle diese Parameter werden dann während der Fahrt bei der Navigation berücksichtigt. Das heißt, das Navigationsgerät jagt mich jetzt nicht durch eine Unterführung, die nur 2 Meter hoch ist. Genau. So der Plan. Super. Was können wir noch? Da haben wir jetzt wir arbeiten schon seit längerem und nach wie vor mit Garmin-Navigation, die sehr übersichtlich und intuitiv ist. Wie wir sehen, haben wir hier unsere Karte, die Zieleingaben, weitere Apps oder Einstellungen. Wenn wir jetzt hier auf die Zieleingabe gehen, haben wir hier schon unser Profil hinterlegt. Und wir sehen hier direkt auf großen Icons, können wir unsere Heimadresse direkt hinterlegen. Wir haben das Gerät DNR 992 RVS vollgepackt mit Points of Interest. In dem Vorgängermodell DNX Super. 451 ja. RVS gab es nur AXI. Was neu dazugekommen ja. ist, ist jetzt hier noch Camperkontakt, okay, wo wir Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Servicestandorte auch hinterlegt haben. Sind. Das heißt, da müssten wir hier im Freistaat auch drin sein. Gleich hey, als erstes. Perfekt. Glück gehabt. Genau. Also im Camperkontakt sind okay. 38.000 Adressen hinterlegt. Wir können jetzt gerne hier mal auf den Freistaat gehen, auch nach Infos schauen. Hier haben wir auch gleich die Telefonnummer, die Entfernung stimmt. und auch mit Adresse einem kleinen stimmt. Bildchen. Unser Stellplatz ist mit drauf. Ja, super. Okay. Genau. Passt. Ansonsten
viele weitere POIs, also Points of Interest, auch noch hier hinterlegt. Also da hat der Nutzer eine riesengroße Auswahl an Points of Interest. Ganz interessant auch noch hier vielleicht mal zu zeigen, wir können noch, wenn es für den Nutzer interessant ist, Koordinaten hinzufügen. Da gehen wir hier auf Koordinaten. Mhm. Die können wir dann unserem Navigations hinzufügen und dann wird auch die Koordinaten mit angezeigt. Vielleicht ganz interessant, wenn man mal nach Koordinaten suchen muss. Okay, das heißt, das sind jetzt unsere Koordinaten genau. Von der Werkstatthalle hier. Korrekt. Gut. Dann wird es hier auf Karten gehen und wir haben eine ganz große Übersicht. Wir haben hier die Verkehrsinformationen. Bei dem DNR 992 RVS arbeiten wir noch zusätzlich mit Inrix. Das ist eine App für den Nutzer, 2 Jahre kostenlos. Die ist dann eine Online-App sozusagen. Da kriegt der Kunde dann Traffic-Live-Meldungen auf sein Smartphone und die werden dann direkt hier integriert, sobald das Smartphone mit Bluetooth und dieser App verbunden ist. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Stau vor Sulzumus ist, dann zeigt mir, wenn ich das jetzt alles so richtig installiert habe, wie du gesagt, dann zeigt mir das Gerät direkt an. Genau, korrekt. Okay. Weil ich jetzt gerade die Karte hier sehe, Kartenupdates, wie funktioniert das bei euch? Kartenupdates sind die ersten 3 Jahre kostenlos bei uns. Die werden über eine SD-Karte, wie auf der Rückseite, jetzt zeige ich schon was ich gleich noch mal im Video zeigen wollte, hier auf der Rückseite installiert. Ja. Okay. Also die erste Karte ist fest installiert in dem Gerät aktuell und alle weiteren kann der Kunde sich per Garmin Express im Internet downloaden. Die ersten 3 Jahre sind kostenlos für den Kunden. Das heißt, die ersten 3 Jahre macht das Gerät das automatisch? Nein, auch über Garmin Express sozusagen. Muss ich hier eingeben, oder? Über Einstellungen? Genau, wir können mal hier durchgehen. Ich will es genau wissen. Genau. Wenn wir jetzt hier auf Karte aktualisieren gehen, okay. Dann fragt unser Gerät direkt hier eine SD-Karte bitte einschieben. Dann müssen wir die SD-Karte einschieben okay. Und dann schreibt er das XML-File sozusagen, wo Garmin Express erkennt. Da sind die Daten hinterlegt von dem Navigationsgerät und dann wird es automatisch per Garmin Express heruntergeladen. Das heißt, ich brauche noch eine ganz normale SD-Karte dazu, die ist jetzt im Lieferumfang nicht mit dabei. Genau. Und die schiebe ich da hinten rein und dann kann ich das Kartenupdate machen. Okay, verstanden. Ja, Thomas, jetzt sind wir hier in dem Hauptmenü bei unserem Gerät. Hier sieht man ganz schön, wenn die Navigation mitläuft im Hintergrund. Wir können hier eine weitere Quelle zuschalten, sei es jetzt Apple CarPlay oder DAB+. Mhm. In diesem Fall ist es jetzt DAB+. Und wir haben, wie gesagt, hier auf der rechten Seite schön übersichtlich unsere Kameras, unsere 4 Kameras. Diese Widgets können wir natürlich auch tauschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch möchten, dass unsere Navigationspfeile hier mit während angezeigt werden. Okay. Oder auch... Hier ist jetzt zum Beispiel, wenn man während der Fahrt doch noch den grafischen Equalizer einstellen muss, weil ihm vielleicht die Quelle DAB Plus gerade soundtechnisch nicht okay. passt. Oder ich den Bass regeln möchte. Dunk, dunk, dunk. Genau. Das kann man, wie gesagt, ganz intuitiv hier ganz einfach über diese Widgets machen. Hey, ist ja praktisch. Genau. Das können wir natürlich auch je nachdem, wenn wir jetzt hier in CarPlay gehen, dann wird dann hier unsere CarPlay-Ansicht angezeigt. Wir gehen jetzt mal in das Hauptmenü. Oh, da haben wir okay. noch eine Ausstattung Wireless Mirroring. Was ist das? Da kann man per Wi-Fi sein Android-Smartphone komplett widerspiegeln auf dem gesamten Bildschirm von dem Gerät. Ah, okay. Genau, komplett bedienen. Wir haben natürlich hier, wie man sieht, einen Doppeltuner mit integriert. Also wir können FM-Radio empfangen, sowie auch Digitalradio, was ja der neue Standard ist. Mhm. Wir haben auch Seamless Blending mit integriert. Das heißt, wenn wir mal nicht ausreichend DAB-Empfang haben, schaltet das Gerät automatisch in UKW-Modus um auf der gleichen Quelle. So Luca, das hast jetzt alles sehr, sehr toll erklärt. Ich habe jetzt aber ein Apple iPhone. Was mache ich mit meinem Apple iPhone? Damit? Auch dafür haben wir hier eine Lösung. Wir haben hier Apple CarPlay und Android Auto integriert. Also für den Android-User ist auch noch eine Lösung mit dabei. Also Android-User, wer zum Beispiel ein Samsung hat, genau. Keine Schleichwerbung. Apple zu machen. Aber in dem Fall gehen wir mal hier auf Apple CarPlay.
Okay. Das ist jetzt wireless, also wir haben auch eine Wi-Fi-Verbindung hier in dem Gerät integriert. Wireless. Da hast jetzt dein Telefon an. Das ist jetzt mein Telefon. Geh mal auf Nachrichten. Mal schauen, wie du Lukas so schreibt. Die schaue ich mir mittlerweile gar nicht mehr an, das sieht man ja. Aber da haben wir dann auch hier Amazon Music, Deezer oder auch der Spiegel, Sygic Navigations-Apps können wir hier. WhatsApp, auch können, wir auch WhatsApp können wir nutzen, natürlich nur per Sprachbefehle, um Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten. Und auch TomTom, wer Garmin nicht möchte, kann mit TomTom kann auch mit navigieren. TomTom, genau. Ist ja okay. Hier könnte man natürlich dann bei TomTom nicht die Höhe und Breite einstellen, wie wir es bei unseren Integrierten haben. Ja, ja Luca, das ist jetzt eigentlich so ein tolles Display. Da steckt bestimmt eine spezielle Technik dahinter. Aber eine Frage, kann ich da jetzt auch Videos gucken? Videos kann man schauen über USB oder auch, wie hier in dem Gerät integriert, HDMI. Da hätten wir sogar die Möglichkeit, einen Fire TV Stick anzuschließen und okay. dann den, wo es auch Sinn macht, bei einem 10,1 Zoll auch Videos zu schauen. Genau. Okay, das heißt, ich brauche gar keinen Fernseher mehr. Ich nehme einfach den Navitainer von Kenwood. Richtig. Ansonsten können wir Videos natürlich auch über USB abspielen. Aber für einen Fire TV Stick eignet sich da jeder HDMI-Eingang perfekt. Was können wir noch über dieses tolle Navitainer-Gerät sagen? Die Besonderheit an dem Display, was ich gerne noch ganz kurz erklären würde, ist, wir haben hier eine ganz spezielle Technologie, die nennt sich Optical Bonding Technologie. Wir kennen es ja bei vielen anderen Geräten, wenn die Sonne einstrahlt, dass wir gar nichts mehr sehen, weil wir geblendet werden. Oh ja, das kenne ich auch, so, das Problem. Dass viele LCD-Displays nicht fest verbunden sind mit der Frontscheibe, also haben wir einen Luftspalt zwischen beiden Displays. Dadurch wird per Sonneneinstrahlung Reflexion generiert und dann können wir auch nichts mehr ablesen. Bei diesem Gerät verwenden wir die Optical Bonding Technologie. Da wird in einem Reihenraum das LCD mit der Frontplatte fest verklebt, somit wir keine Luftschicht zwischen den einzelnen Displays haben und so gewährleisten wir, dass wir das Gerät immer aus jeder Perspektive optimal und perfekt ablesen können. Wow, genau dieses Problem, wenn jetzt die Sonne blöd drauf scheint und blendet, ne, hatte ich auch schon oft. Und wenn es wirklich so ist, dass du trotzdem dann gute Sichtweise hast auf dem Bildschirm, dann finde ich das echt ein riesen Mehrwert. Zusätzlich zu dem tollen ablesbaren Display haben wir hier noch ein einstellbares Display, also wir können hier den Neigungswinkel auch einstellen oder auch die Höhe, das wird hier an den Seiten per Schrauben eingestellt und man kann das Gerät auch etwas 2 cm nach außen auslassen, so wie wir es jetzt hier haben oder auch einlassen. Es ist wichtig, dass man hier den Rückwärtsgang reinbekommt, ne? Haben wir vorhin festgestellt. Dann kann man das optimal im Fahrzeug integrieren, wie wir es jetzt hier haben. Genau. Ja, ja. Ansonsten auf der Frontseite haben wir schöne große Zugriffstasten. Schnellwahltasten. Ne? Schnellwahltasten für Navigation. Da können wir auch wieder hier in Navigation Menü. Zurückgehen. Ja. Oder auch einen schönen griffigen Drehregler. Vielleicht sehr wichtig für Kunden, die keine Lenkradfernbedienung haben, dass sie hier im Fahrzeug einen Drehregler haben. Also Radio funktioniert auch. Was ist das? Voice. Ah, da kannst du die Siri jetzt befragen, oder? Genau. Super. Siri, bring uns mal was zum Trinken. Dazu musst du mit dem Internet verbunden sein. Oh! Hätte ich doch 2 Bier bestellen sollen, oder? Hier auf der Unterseite haben wir auch eine sehr schöne Lightning Bar integriert. Die leuchtet in der Farbe, wie wir auch die Tasten einstellen. Die können wir dann nach dem Geschmack des Endkunden komplett frei einwählen, per RGB oder auch vorausgewählte Farben. Ansonsten haben wir hier, den schönen griffigen Drehregler für die Kunden, die keine Lenkradfernbedienung haben. Und für diejenigen, die eine Lenkradfernbedienung haben, gibt es auch den passenden Adapter, der an das Gerät angeschlossen wird, dass man so die Lenkradfernbedienungstasten beibehält und komplett das Gerät darüber steuert. Lautstärke, Sender überspringen und so weiter. Ja, das ist natürlich auch Anrufe praktisch. Anrufe tätigen. Aber da braucht man einen Adapter dazu, den gibt's. Sehr schön. So, Luca, jetzt haben wir eigentlich fast alle Features besprochen. Du hast es ganz toll erklärt. Ja, eine Frage, was kostet der Spaß jetzt? Das DNR 992 RVS kostet 1599 Euro. Ist hier bei uns in unserem Megastore-Katalog nochmal abgebildet mit der Grundausstattung. Wenn ich jetzt ein
Lenkrad, Fernbedienungsadapter brauche, ne, dann kommt da noch ein bisschen was dazu. Aber da können wir gleich mal unseren Kollegen fragen, was er denn dann noch für den Einbau und für das Zubehör verlangt. Kleinen Moment. Matthias! Matthias! Das dauert immer. Das ist echt. Du, Matthias, ja. Wir haben jetzt gerade den tollen Navitainer von Kenwood besprochen. Alles super. Den Grundpreis 1599, auch toll. Was verlangst du denn für den Einbau? 300 Euro ohne Kamera und 400 mit Kamera. Das heißt, wenn da noch eine zusätzliche Kamera, also zum Beispiel die Rückkamera, die wir jetzt hier gesehen haben, dann verlangst du für den Einbau 100 Euro genau. mehr, dass die Kamera angeschlossen ist. Wenn ich jetzt dazu noch eine Kamera haben möchte, was empfiehlst du? Die Cam 35, die wir bisher immer hatten. Bremsleuchtenkamera. Bremsleuchten von Dometic? Ja. Da, die ist richtig gut. Na, was kostet die? Muss ich selber nochmal nachschauen. Dann schaust du mal schnell nach und sag mir auch, was der Lenkradadapter kostet. Das ist einmal mit Profis zusammenarbeiten, echt. So, da bist du ja wieder. Schau mal her, die Kamera, die Bremsleuchtenkamera, die habe ich schon im Katalog gefunden. Die kostet 435. Ne? Plus 100 Euro Einbau. Ja. Dann der Navitainer, den der Luca gerade so toll vorgestellt hat. 1599 plus 300 Euro Einbau. Jawohl. Und Lenkrad, Fernbedienungsadapter. Genau, 80 Euro. Genau. 80 Euro, da bist du ja günstig doch. Wahnsinn. Ne? Wie sie nachzieht. Super. Ja, Luca. Dann denke ich mal, sind wir am Ende angelangt von dem heutigen Freistaat TV. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du extra aus Hanau, Frankfurt zu uns gereist bist und unseren Freistaat TV-Freunden den neuen Navitainer von Kenwood vorgestellt hast. Sehr gerne. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Liebscher und der Luca. Ciao. Ciao.